Hip-Hop gegen Rechts in Laatzen und zu Besuch in der JVA Sehende. Wir befinden uns in unserer zweiwöchigen Weihnachtspause und deshalb haben wir für Sie einmal unser Archiv geöffnet. Damit ein herzliches Willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Kaum ein Musikgenre verkörpert Toleranz und Respekt von der Grundidee so eindrücklich wie Hip-Hop. Auch wenn die Subkultur immer wieder wegen kontroverser Texte in den Medien diskutiert wird, ist der pädagogische Aspekt unumstritten. An der Laatzener Albert-Einstein-Schule demonstrieren 10 Kinder und Jugendliche unter der Anleitung vom hannoverschen Rap-Urgestein Spex, dass Sprache und Musik auch gegen Rechts ein Zeichen setzen können. Ja. Wir wollen Frieden in unserem Land. Das ist er also. Der Song, den Spex zusammen mit den Schülern der Albert-Einstein-Schule in weniger als 3 Tagen komponiert hat. In einem Monat werden die Kids den Song mit dem Hip-Hopper auf der Verdi-Landeskonferenz zum Besten geben. Schirmherrin des Projekts ist Verdi-Landesleiterin Susanne Krämer. Laut ihr wird bei der Landeskonferenz generell die Gegenwehr gegen Rechts im Mittelpunkt stehen. Wir werden an dem Tag eine Resolution verabschieden zum Thema gegen Rechts und gegen Rassismus. Wir haben auch Stände dort von der Gelben Hand und ähnlichem mehr. Und dann war die Idee, wie bringen wir das Thema so rüber, dass alle in dem Raum sich auch inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen und es verstehen. Und was liegt da näher, als dass man sagt, man macht es mit Kids, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Stolz ist vor allem der Schulleiter der Albert-Einstein-Schule, Christian Augustin. Politische Größen wie Stefan Weil oder Stefan Schostock werden die Zuschauer beim großen Auftritt im Langenhagener Airport Hotel sein. Er freut sich vor allem darüber, dass die Schüler bei der Zusammenarbeit mit Spex selbst über den Inhalt des Songs bestimmen. Wir haben hier jetzt gerade den Song gehört und ich bin mir sicher, da sind einige Zeilen drin, die die Kinder auch selber eingebracht haben. Also der Spex macht das so gut, dass die Kinder selber wirksam werden und dabei erfahren, dass sie ihre eigenen Gedanken einbringen können. Bereits 8 Stunden haben die 10 Schüler gemeinsam mit dem jung gebliebenen Hip-Hopper an dem Song gesessen. Der Inhalt geht laut Spex weiter als das plumpe Aufstehen gegen Rechts. Das Ganze natürlich verpackt auch mit einer positiven Nachricht. Also nicht nur gegen zu sein, sondern eben auch klar zu machen, so warum sind wir dagegen und warum ist es überhaupt blöd, rechts zu sein? Warum empfinden wir rechts sein als nicht angemessen in unserer Gesellschaft, die eben nun mal interkulturell geprägt ist? Einen Namen hatte der Song beim gestrigen Treffen noch nicht. Zeit bleibt dafür noch bis zum 22. März. 40 Jahre ist es inzwischen her, dass sich rund 100.000 Menschen auf dem Klagesmarkt versammelten, um gemeinsam zu demonstrieren. Anlass dafür war eine atomare Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager in Gorleben. Einen genaueren Einblick zur Aktion des Gorleben-Trecks gibt eine Ausstellung im Historischen Museum Hannover mit Fotos, Zeitzeugenberichten und weiteren Dokumenten. Am 25. März 1979 gingen sie los. Nach anfänglichen 350 Traktoren aus dem Wendland an der Elbe versammelten sich rund 100.000 Menschen in Hannover, um gegen den Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage und ein Atomendlager in Gorleben zu demonstrieren. Zum Jahrestag der Anti-Atom-Bewegung zeigt das Historische Museum Hannover noch bis zum 28. Juli eine Sonderausstellung zum Protestmarsch. Ausstellungsstücke sind unter anderem Fotografien und Dokumente von damaligen Protestierenden, aber auch Befürwortern. Zur Eröffnung kamen Zeitzeugen und Politiker, um über die Bedeutung solcher Proteste zu diskutieren. Zurück, der Tod, der heutzutage Entsorgung heißt. Unter dem Motto Albrecht, wir kommen, wollten die sogenannten Trecker den damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht von seinem Vorhaben abbringen. Mit Erfolg. Der Bau eines Wiederaufbereitungslagers wurde verhindert. Ein Zwischenlager entstand nach weiteren Protesten trotzdem. Inzwischen stehen der Marsch und die Proteste auf dem Klagesmarkt für einen Wendepunkt der Atompolitik in Deutschland. Und das zeigt das Historische Museum. Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Die Weihnachtsfeiertage sind eine der Gelegenheiten, sich mit der Familie oder Freunden zu treffen. Das gilt allerdings nicht für Menschen, die gerade in einer Justizvollzugsanstalt sitzen.
Allein 5000 Menschen sind das in Niedersachsen. Aber wie ist es eigentlich, nicht in Freiheit zu leben? Und was passiert mit den Kontakten zu Familie oder Freunden? Wir haben zwei Ehrenamtliche begleitet, die Menschen im Gefängnis unterstützen. Die Justizvollzugsanstalt Sehende. Während die rund 280 Mitarbeiter täglich in den Gebäudekomplex ein- und ausgehen, schließt sich dieses Tor als Pforte zur Außenwelt für viele Gefangene meistens für viele Jahre. Mauern, Kameras, Gitter, feste Strukturen. Alltag für Gefangene wie Marius. Ich stehe morgens auf, so in der Regel zwischen 5 und 5:30. Frühstücke was, mache mich morgens fertig. Dann werden wir geweckt, beziehungsweise der Bedienstete guckt, Lebenkontrolle. Ja, dann gehe ich zur Arbeit. Bin Sporthelfer in der JVA. Ja, und dann abends ein bisschen entspannt Fernsehen gucken, mit Gefangenen Spiele spielen, kickern. Karin Brandt und Dr. Thomas Vögel haben es sich als Ehrenamtliche an der JVA zur Aufgabe gemacht, Abwechslung in die festen Strukturen zu bringen. Seit 2011, Ende 2011, arbeite ich ehrenamtlich in der JVA. Das sind also jetzt 7 Jahre in unterschiedlichen Funktionen. Zum einen haben wir auch eine Freizeitgruppe. Da geht es wirklich darum, dass die Gefangenen auch ein bisschen Spaß haben. Und auch Einzelbetreuung, also das ist dann sehr privat, die Unterhaltung. Besonders beliebt ist das Vorleseprojekt. Väter lesen Kinderbücher. Die Ehrenamtlichen zeichnen das Gesprochene auf und machen eine CD daraus, die dann an die Söhne oder Töchter der jeweiligen Gefangenen geschickt wird. Die Warteliste ist lang. Heute ist Marius an der Reihe. Meine Motivation hinsichtlich dafür war, meiner Tochter irgendwie was von mir zu geben, worauf sie sich darauf freuen kann und wo sie auch mich in Erinnerung behält, obwohl ich nicht die ganze Zeit bei ihr sein kann, wo sie halt auch so sich mal die CD anhören kann und trotzdem meine Stimme hören kann. Ja, beim Kinderbuchprojekt geht es uns darum, dass die Gefangenen den Kontakt mit ihrer Familie aufrechterhalten. Das ist ja ein Problem, dass dann die sozialen Kontakte abbrechen. Die Bücher werden entweder von Karin Brandt oder von den Gefangenen selbst ausgesucht. Marius hat sich für die Geschichte Max und Moritz von Wilhelm Busch entschieden. Ja, die Geschichte habe ich mir deshalb ausgesucht, weil meine Tochter selber so ein kleiner Rabauke ist, obwohl es ein Mädchen ist. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Weil sie auch ein bisschen Blödsinn macht. Ein bisschen näher rangehen, das wird schon mal helfen. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die anstatt durch Weise. Wenn sie vorlesen einmal, erlebe ich diese Inhaftierten natürlich von einer ganz anderen menschlichen Seite. Eben, sie haben Emotionen und sie sind doch ein wenig unruhig. Und man merkt es letztendlich auch am Vorlesen, dass sie doch dann merkt man, dass auch in ihnen, dass ihnen dann erst richtig bewusst wird, wo sie sich befinden. Also für mich ist das schon oft sehr berührend. Mit Herrn Dr. Vögel und Frau Brandt war es sehr angenehm, mit den beiden zusammenzuarbeiten, sehr sympathische Person. Ja, so auf Tonband aufzunehmen, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und weil sie beide schon etwas älter sind und auch ruhiger und gelassener waren, haben sie mich dahin sind so ein bisschen geleitet und mir so ein bisschen auch die Angst davor genommen. Die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machen. Das Verhältnis zu meiner Tochter ist ganz gut, aber es ist halt für beide Parteien ziemlich schwer, weil man nicht so viel Zeit miteinander verbringen kann. Ne, aber trotzdem halt doch noch ein liebevolles Verhältnis zueinander. Ja, man vermisst sich gegenseitig. Sie ist halt traurig, ne, dass ihr Papa nicht so bei ihr sein kann, wie er es sonst war. Zu der fertigen CD wird später noch das Buch selbst und eine vom Vater geschriebene Karte gelegt. Karin Brandt kümmert sich darum. Irgendwo kriegt man im Laufe der Jahre, wenn man das schon länger macht, einen Blick dafür. Dann sehe ich oft nur Kartenständer. Und dann schaue ich einfach, trotz mancher oder dieser Auswahl fällt es den Vätern manchmal auch nicht so ganz einfach, jetzt doch die passende Karte zu finden, die ihnen dann direkt zusagt. Wenn sie das Päckchen bekommt, denke ich schon, dass sie sich sehr darüber freuen wird und aufgeregt sein wird. Und wenn ich sie ins Bett gebracht habe, habe ich auch eigentlich mal eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, worauf sie sich auch immer gefreut hat.
Auch wenn die Arbeit von Karin Brandt und Dr. Thomas Vögel in ihrem Bekanntenkreis oft auf Unverständnis stößt, haben sie trotzdem ihre ganz eigene Motivation, weiterhin für die Gefangenen in der JVA da zu sein. Meine Motivation ist, dass ich auch gerne etwas zurückgeben möchte. Und ich bin auch ein Mensch, der gerne hilft, wenn ich kann. Wenn man selber immer auf der Sonnenseite ist, macht es vielleicht auch Sinn, selber mal was für andere zu tun. Unser Verhältnis zu den Gefangenen ist auf Augenhöhe. Was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass Gefangene eigentlich Menschen sind wie du und ich. Es ist auch interessant, muss man auch dazu sagen. Wir haben viel Spaß dabei und es kommt ja auch ganz viel zurück. Es ist eben nicht eine einseitige Geschichte, sonst hätte ich das schon längst aufgegeben. Im Gefängnis fehlt es oft an vertrauten Menschen für die Inhaftierten. Oft kann deren Lebensrealität schon durch kleine Hilfen deutlich verbessert werden. All das wirkt sich auch positiv auf die Resozialisierung aus. Im Jahr 2017 lebten rund 64.000 Menschen in Deutschland in Gefängnissen. Die Nachfrage nach ehrenamtlicher Hilfe ist groß, vor allem unter den Gefangenen. Und jetzt haben wir noch einen Filmtipp für Sie, der Film Wie gut ist deine Beziehung? Es geht um einen Mann, der plötzlich beginnt, an der Zuneigung seiner Partnerin zu zweifeln. Er versucht, sie zurückzuerobern und ohne es zu wollen, setzt er damit eine Kette von Verwirrungen in Gang. Regisseur Ralf Westhoff hatte mit Shoppen im Jahr 2006 eine der besten deutschen Beziehungskomödien überhaupt gedreht. Ob mit diesem Film Ähnliches gelungen ist, weiß Clara Wignanek. In dieser Beziehungskomödie lernen wir das routinierte Pärchen Steven und Carola kennen. Sag es. Was? Keine Angst vor Veränderung. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie sind glücklich zusammen. Doch was wäre die Liebe ohne ein bisschen Drama? Denn als Stevens Kumpel Bob aus heiterem Himmel von seiner Freundin verlassen wird, keimen in Steven Zweifel auf. Und er kommt schnell zu dem Entschluss, er muss seine Beziehung retten. Jetzt sofort. Das bleibt nicht ohne Folgen. Verunsichert von Steves Verhalten beginnt auch Carola sich zu verändern. Der große Knall ist vorprogrammiert. Bist du glücklich? Was? Ich möchte wissen, ob du glücklich bist. Kein Mensch ist glücklich um diese Uhrzeit. Nein, generell. Ernsthaft, bist du glücklich? Fühlst du dich wohl? Generell? Und jetzt? Ich bin glücklich, ja. Ich bin durchschnittlich glücklich. Wieso fragst du? Wieso durchschnittlich? Trotz eines unterhaltsamen Tempos und sympathischen Schauspielern wie Julia Koschitz erwarten einen in Wie gut ist deine Beziehung? Bekannte Rollen. Die Frauen zerdenken alles und landen schlussendlich bei Frisur und Klamotte. Und die Männer jagen jedem kindischen Impuls hinterher. Das ist erstmal ein Downer, aber das Gesamtbild stimmt irgendwie und das ist ziemlich witzig. Eine gute Entscheidung. Wie alt schätzen Sie mich? Nee, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Nee, wie alt bin ich in Ihren Augen? Ist wieder so ein Test. Sie sind von der Firma. Ich bin keine schlechte Verkäuferin. Warum lassen Sie mich nicht einfach meinen Job machen? Nein, gar nicht. Ich bin einfach nur eine Kundin, eine Frau, die jemanden Fremden bittet, ihr Alter zu schätzen. So spinnt sich das Netz aus Irrungen und Wirrungen weiter. Einfach mal miteinander reden wäre natürlich zu einfach. Denn dann wären 70% der romantischen Komödie nach 30 Minuten vorbei. Also muss man diesem Film irgendwann eingestehen, dass man die beiden Chaoten doch recht schnell lieb gewinnt und ist manches doch so vorhersehbar. Für einen gemütlichen Kinoabend reicht es. Und? Hast du erraten? Ja, und zum Schluss der Sendung noch ein Tipp für den Heiligabend. In den beiden großen Kirchen in Hannover finden morgen natürlich Weihnachtsmessen statt. In der Marktkirche ist es um 14.30 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel und um 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvespern und Chormusik. In der Basilika St. Clemens um 16 Uhr ein Krippenspiel mit Wortgottesdienst und die Christmetten um 19, 20.30 Uhr und 23 Uhr in spanischer Sprache. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Schauen Sie doch morgen, wenn Sie mögen, um 18.45 Uhr wieder rein. Bis dahin, tschüss.